Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Wonderful Life. Wir schicken Emero erstmal ins Bett. Hallo Celia. Ich bin endlich mit Yaya. Yaya, unser Haus kann auch bei der Sohnarbeit helfen. Ja. Ja. Oh, der Käse sieht köstlich aus. Hast du ihn gemacht, Emmy? Schön, wenn man Käse zu Hause machen kann. Okay. Sie interessiert sich nicht dafür. Sie möchte ihn auch nicht haben. Gut zu wissen. Jetzt ist der 10. richtig? Richtig. Gut zu wissen. So. Dann schauen wir mal. Oh, Lula. Wie siehst du denn aus? So, du gehst da rein. Dankeschön. Und um Lula kümmern wir uns jetzt. Du kannst da noch nicht rein, Mensch. Das weißt du doch. Ach, Mensch. Huch. Hä? Aber Lula kann doch gar keine Milch geben. Was geht denn jetzt ab? Hä? Starmilch, okay. Was war das? Lula kann doch noch gar keine Milch geben. Die hat doch noch gar nicht gekalbt. Das war seltsam. Das war äußerst seltsam. Und ich möchte nicht in den Kühen stehen, bitte. So, ich wollte Lula eigentlich nur waschen. Mehr nicht. So. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Wach, heiß wach. Da ist die andere Ente. Anne. Gut. Sophie ist gesund und hat den Kopf in der Tür. Unser Sohn geht spazieren. Oh Leute, ihr könnt hier jetzt aber nicht so auf einer Stelle klucken. Dann machen wir das mal so. Treiben wir euch mal ein bisschen auseinander. Hollys Augen leuchten. So, dann schmusen wir dich mal. Dann schmusen wir dich mal. Crawl. Wir hatten alle schon angesprochen. Sharon, du bist ja so doof. So, dann schmusen wir nochmal. Und dich? Ey, lauf nicht weg. Wir hatten dich zwar schon, aber trotzdem. Und es regnet wieder, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sag ja, kaum kommt der Sommer, fängt es hier wieder an zu regnen. Das ist der Hammer. So. Dann bringen wir erstmal die Tiere rein. Füllen da vorher nochmal den einen Trog auf. Ei, ei, ei. So.
So. So, meine Lieben. Ja, ja. Genießt den Regen oder eben auch nicht. Ach, ich muss mich mal gerade am Arm kratzen. Hat mich wieder so eine blöde Mücke gestochen. Wäre dir sehr verbunden, wenn du im Laufe des Tages nochmal aufwachen würdest. Da sitzt übrigens Yisha. Erkenne ich am Ei. Die legt ja immer so früh am Morgen schon ein Ei. Während die anderen beiden, Anna und Janice, sich da doch ein bisschen Zeit lassen. Schauen wir nochmal, um meine Theorie zu bestätigen. Das ist Yisha. Das ist Yisha. Das ist Yisha. Ich bin so. So, das Ei nehmen wir mit. Und wir nehmen Frank mit. So. Ach, stimmt ja. Da fehlt ja noch das hier. So, du gehst mal weg. Denn ich möchte den Stall auch wieder verlassen. Wir nehmen eins der zwei Entchen mit. Komm mal mit, du. So, du bist wach. Kümmern wir uns mal um dich. So. Und das letzte Ententier. Komm. Komm mit. Ich bringe dich wohin, wo es besser ist. Nämlich in den Stall, wo es nicht so nass ist. So. Ich finde es echt schade, dass die Enten und Hühner nicht alleine in den Stall gehen können. So. Ich habe gesehen, dass du weg warst. Ich meine, das können sie ja in der Realität auch meistens. So. Das sind jetzt meine. Ah, warte. Frühling bis Herbst, dann können wir die behalten. So, was können wir denn noch so im Herbst, im Sommer anbauen? So, Kartoffeln, Winter bis Frühling. Herbst bis Frühling, Herbst bis Frühling. Sommer bis Herbst, nehmen wir. Nur Herbst. Herbst bis Winter. Nur Herbst. Sommer bis Winter, nehmen wir. Gut, das sind dann unsere nächsten Zöglinge. Und die Tomaten, die waren doch jetzt... Frühling bis Herbst, dann können wir die ja schon mal einpflanzen. Dann haben die einen kleinen Vorsprung. Und sind schon mal gegossen worden. Also die Kartoffel hat jetzt keine Chance mehr, wenn sie jetzt nicht gleich reif ist. Da fällt mir auf. Ja, Mann. Vesper blüht. Ja, habe ich verstanden. So, und du auch. Und dann sicheln wir mal den Rest weg. Normale Milch? Jule hat Milch gegeben. Ich kann das gar nicht glauben. Dabei hat die doch gar keinen... noch gar nicht gekalbt oder so. Naja. Tomatensamen, so.
Oder lag es einfach an der Cutscene und eigentlich hätte sie noch eine ganze Weile Milch gegeben? Das wäre ja fatal. Oder gemein. Naja. Egal. Bringen wir erstmal ein bisschen davon weg. Und zwar machen wir mal Käse. Hallo. So. Aus der normalen Milch machen wir mal Käse. Oder wir machen jetzt nur Käse und heute Nachmittag nur Butter. Ja, so machen wir es. So, und ihr seht jetzt hier, es ist normaler Käse. Und jetzt machen wir das gleiche mal mit der Starmilch. Also ihr habt es ja schon mit der Muttermilch gesehen, die sehen alle anders aus. Das ist ziemlich cool. So, ihr seht da, das ist der Käse der Starmilch. Guter Käse aus Kuhmilch, sehr gute Qualität. Und der bringt dann dementsprechend auch viel Geld. Gut. So, wir haben alle Eier und fehlt nicht mehr viel. Jetzt ist Nachmittag. So wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die, ah doch, hier die Tomate. Ja, guck mal die Tomate hier. Die Melone und das Ding. Das sind reif. Gut, ich hoffe für dich, dass du auch für den Sommer warst, aber ich glaube, es war so. Also die Kartoffel, der gebe ich keine Chance mehr. Die ist fertig. Ja. Gut, hier packen wir noch ein bisschen was rein. Und zwar... Yamato. Machen wir 3. Und wir packen noch eine Wassermelone und eine Tomate hinein. So, den Rest bis auf die Tomaten packen wir dann in unseren Rucksack. Nee, Quatsch, in den Kühlschrank. Im Rucksack ist es ja schon. Schnell sich die gebeamt hat, oder? Sie hat nur einen kurzen Moment vor mir hier die Küche betreten. Quatsch, das Haus betreten. Was machst du denn da? Kühlschrank kontrollieren? Pack was rein, guck mal. Sind die Tomaten mal behalten? Ich hab grad... Schade. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade erfolgreichen Husten unterdrückt, habe ich aber gar nicht. Lüge! Aber wir haben ja einiges, was wir machen können. Was wir verarbeiten können und so. Gut, das wird für die heutige Aufnahmesession wahrscheinlich auch die letzte Folge sein. Denke ich. Denn mein Konzentrationslevel sinkt gerade sehr rapide. Und mein Hungerlevel steigt in die Höhe. Und das ist nicht gut. Das steigt alles exponentiell. So, du bist nicht Sophie. Wir versuchen das mal. Upsala. Okay, so ist schön. Perfekt. Genau. Und das gleiche probieren wir jetzt mal mit Lula. Passt sie da durch? Ja, sie passt da durch. Na, 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 na.
Ja, sie hätte die ganze Zeit über noch Milch gegeben. Verdammt. Dieses Spiel hat mich reingelegt. Und ich hoffe, ihr geht auch... ja, die gehen dadurch. Tipp, tipp, tipp. Glaube ich jetzt mal einfach. So. Meins. Meins. Okay, ich gehe jetzt speichern und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon: A Wonderful Life wieder. Overeem.